würde es wie täglich die Sandwich treffen und ich von meinem Leben in allen Element spreche. Gibt es hier nicht viele, die auf meiner Wellenlänge rappen? Rap war für mich wie Fluchtwege in Zellwände brechen. Yeah. Ich hatte zwei Optionen, Rap oder Drogenszene, denn ich brauchte ein Ventil wie eine Rettung in Todesnähe. Früher zertrat ich Fenster, scheint zertrümmerte Tongefäße. Heute schreibe ich Zeilen, verzweifelt wie Stoßgebete. Die ganzen gestrigen Worten bewegen mein Leben in heutigen Tagen. Ich hatte Probleme, die für all die anderen bedeutungslos waren. Ich wurde verlassen, vom Mädchen geschlagen, von Feinden verstoßen, von Eltern, von Freunden verraten. Doch keiner der Tritte, keiner der Schläge hat in meinem Schädel die Träume begraben. Ich träume, leb's aus, schreib hin, nimm's auf, fall hin, geb auf, raff mich stets auf die Steine im Weg, sind das kleinste Problem, weil ich ziehe bewusst meinen Weg auf. Das heißt, ich schreibe täglich, also seht, was ich mach, fühlt und versteht, was ich mach. Weil das mein einziger Weg ist, würde ich nicht rappen, hätte ich mein Leben verkackt. Das ist kein Gangster-Shit, das hier ist Benedict, ja. Der ich Flow, Inhalt und Message gibt, die ganze Szene ist aufgesetzt und lächerlich. Das, was ihr hört, das ist wahrhaftige Rap-Musik. Also was ist nun mit euch spassenlos? Ich schreib zwei Zeilen, ihr seid fassungslos. Das ist Style-Inhalt und krasser Flow. Das ist Schmerzflut, was so nackt ist, Junge. Das ist Passio, ich ficker ins Unterteil kicken. Das ist Medizin, Therapie, Wundenheilmittel. Melanos Quest ist ein Fan mit den Raps, die alle kleinen Rapper in die Dunkelheit schicken. Spitfire, lange Texte, die wir schreiben. Spitfire, Freestyles wie in diesen Zeilen. Spitfire, überall dort, wo ein Mic ist. Spitfire, in jedem Song, auf jedem Like. Wir geben Strophen für verlassene Nächte, einsame Kämpfe spiegeln in Tracks unsere Träume und Ängste. Das ist kein sinnloses Betten und auch kein hirntotes Wichsen. Das ist nur Rap-Musik von ein paar Jungs, die weiter nichts wissen. Nicht viel anderes können das Leben in Texten beschreiben. Reflektieren, feilen und reifen, um euch zu fesseln, zu geißeln, um euch zu zeigen, zu beweisen. Wir sind nicht wie die meisten schreiben, Zeiten ergreifen, dir bringt nur peinliche Scheiben. Wir bringen nicht Rap zurück, bring Herz zurück, bring den Dabs und Shit, die Fans schickte, wenn du ehrlich bist, verdammt, dann merkst du's jetzt. Ist eine Nummer zu groß für dein Ego, tritt nicht. Komm ich klar mit dem, was ihr sagt, komm ich klar mit den Charts im gesagten Kram. Komm ich klar wie der Mafia, das hat mein Arsch und Fahrten, Robust, die ihr gar nicht ertragt. Denn wir sind anders als ihr. Wir haben Style, haben Flow und haben Parts, die berühren. Wir malen mit Farben auf Fassaden, bringen Graues zum Strahlen. Streichen mit Songs über Triss von nassen, graukalten Tagen, Nächte lang am Schreibtisch sitzen, Nächte lang den Bleistift spitzen, um zu schreiben für 10 Heads, die dasselbe fühlen, denselben Weg gehen. Das ist Feuerspucken, einatmen, Feuerspucken, ausatmen, Feuerspucken, rappen, spitten, Feuerspucken. Mit den 10 mal nichts, davon verstehst du nichts. Man schafft 24 Lines schon stehen zu dich, ja, du erträgst es nicht, sobald die Ferse kickt, zieht sich runter und tritt dich wie ein Pferdetritt. Bitte erklär dich nicht, weißt wie schwer es ist, Fuß zu fassen, jeder Penner erschwert es dir. Neid und Gier sind ihre Kraft, doch ich geb nen Fuck, kick meine Parts um. Spitfire, Spitfire, lange Texte, die wir schreiben. Spitfire, Spitfire, Freestyles wie in diesen Zeilen. Spitfire, Spitfire, überall dort, wo ein Mic ist. Spitfire, Spitfire.